I couldn't go to bed. My head still lied to try and set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the Jews in the crowd. I could have done. Oh, wow. Du Pokerface, ey. Ein richtiges Pokerface. Oh mein Gott, alle vier. Oh mein Gott. Das ist schon so viel. Wie heißt du? Mein Name ist Laila, ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in Ulm und komme aus Ägypten, Kairo. Wow. Wow. Laila, du hast es irgendwie in eine andere Welt katapultiert. Ich habe sowas, seitdem ich hier bin, noch nie gehört. Was war das für ein Song? Das war I Could Have Danced All Night von dem Musical My Fair Lady. Ist halt ein bisschen älteres Lied, aber ist es einfach eins von meinen Favorite Songs. Ist das so dein Ding, so Musical Songs? Ich habe angefangen mit Operngesang, mit 4 oder 5 Jahre alt. Und dann bin ich irgendwann ins Musical reingerutscht. In Kairo? Genau, in Kairo. Wann bist du denn nach Ulm gekommen? Du sprichst ja quasi perfekt Deutsch. Also ich wohne in Deutschland jetzt seit 1,5 Jahren. Ich studiere dort. Was? Aber seit wann sprichst du Deutsch? Genau, das war jetzt die zweite Sache, die ich sagen wollte. Ich war auf einer deutschen Schule in Kairo. Ah, okay. Genau, und hab da halt mein Abi gemacht und lernt halt dort 4 Sprachen. Das heißt, wie viele Sprachen sprichst du? Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch. Klasse, wow. Aber das wollte ich auch nochmal sagen. Dein Englisch war extrem, extrem gut. Also ich hätte echt denken können, du hast lange in England oder so gelebt. Ich habe vor allen Dingen eine ganz andere Person erwartet. Ja, auch komplett. Ja. Ich habe irgendwie so eine schrullige Alte erwartet. Die irgendwie mit so einem Regenschirm da rumtanzt. So. Laila, aber das hatte ja so einen klassischen Operntouch. Kannst du auch so die normalen Pop-Songs? Ja. Ja? Ja. Ja, die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, dass du dich auch ein bisschen wirst verändern müssen in den nächsten Runden, damit du es vielleicht ganz weit schaffst hier. Aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, wenn es dir am meisten Spaß macht und du dich da wohlfühlst. Ich finde es auch eine tolle Farbe für so eine Show, weil das macht natürlich nicht jeder, das kann auch nicht jeder. Das war echt fresh und irgendwie aufgekratzt und energetisch. Das Coole bei dir ist, dass du dich in beiden Richtungen siehst und dass du beides gut kannst. Und, ich höre irgendwie raus, dass ihr sie unbedingt da anders positionieren wollt. Ich finde das total cool. Nee, nicht anders, nicht anders. So jemanden wie Laila gibt es ja jetzt nicht. Laila. Ich glaube, mein Team ist ziemlich genau das Richtige für dich. Bei Sarah hast du Soul-Stimmen, bei Nico die Pop-Jungs. Nicht nur Soul-Stimmen, du hast einfach die richtig guten Stimmen und ich finde, da gehörst du auch vor allen Dingen rein. Dass wir alle gebuzzert haben, zeigt, dass wir uns da alle was vorstellen können. Jetzt musst du eine weise Entscheidung treffen. Warte, ich möchte auch ganz kurz was sagen. Ich weiß gar nicht, ob man groß auf die Suche gehen muss, irgendwie Sachen für dich zu finden. Ich glaube, bei so musikalischen Menschen wie dir und die auch so offenherzig scheinen, dann finden die Songs ein. Der Musikstil, der wird dich finden. Du kannst in so viele Richtungen gehen und deshalb wird das irgendwann sich von selber so
destillieren und ich hätte total Bock drauf, das erleben zu dürfen. By the way, ich bin auch großer Musical-Fan. Ich war selber mal McCavity, der Kater von Cats, als ich 14 war. Habe ich im Robinson Club aufgeführt. Wirklich? Ja. Ich war im Robinson Club, war ich bei Elisabeth. Ich war im Pfalztheater Kaiserslautern, war ich der Bäcker bei Into the Woods. Naja, du hast die Qual der Wahl oder die Wahl der Qual. Also deshalb. Wow. Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich habe so oft drüber nachgedacht, aber jetzt, wenn ich so dastehe. Krass. Ich bin voll überfordert gerade. So schwer ist es nicht. Oh, okay. Okay. Ich singe das Lied von der Person und die Person wird es wahrscheinlich wissen. Mit all deinen Farben. Ich freue mich.